Hey Kinder, was geht bei euch ab? Junge. Vielen Dank an alle, die gestern da waren. Das war echt herrlich. Also, es war ultra cool. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen direkt wieder beim ersten Community-Abend nach fast einem Jahr. Wir waren, glaube ich, insgesamt 14 verschiedene Leute. Und nicht um die Sachen dahin. Und zu Hochzeiten 12 auf einmal. Wobei zum Glück dann davon zwei nur zugehört haben. Dann konnten wir 5 on 5 machen. Also, wir haben echt fett gespielt. Ich bin sogar jetzt Level 3, fast schon Level 4. Wir haben schon ein paar Matchmaking-Spiele gespielt. Ich habe ganz viele tolle neue Leute kennengelernt. Das war echt sehr schön. Muss ich wirklich sehr bald mal wieder machen. Wir haben bis 7 Uhr. Bis 7 Uhr war ich jetzt am Schluss dann noch gesessen. Jetzt ist es später, 13 Uhr oder sowas. Meine Freundin kommt gleich und ich muss noch schnell ein Video machen. Ihr seht meine Haare, jetzt sind sie perfekt. Ich muss gar nicht so reinfahren, weil sie einfach so verknuddelt bleiben, wie sie sind. Ne? Einfach frisch aufgestanden, noch nicht geduscht, voll geschissen und sowas. Ein bisschen Kacke reingeschmiert. Das ist wirklich herrlich. Und an alle, die gestern dabei waren, bitte postet hier unter dieses Video mit eurem YouTube-Kanal. Ich war dabei. Dann habe ich es einfacher, euch zu verlinken. Jetzt, also dabei dem kommenden Video, wenn ich es fertig geschnitten habe, mit euch. Weil natürlich auswendig weiß ich das nicht mehr, wer da alles mit dabei war. Schreibt einfach hier unten rein. Und jeder, der da nein schreibt, der wird dann verlinkt. Ich denke, es werden 2 Videos. Und keine Sorge, ich hab die Liste von oben nach unten bei Video 1. Und, Gott, das ist ein bisschen krass. Ich habe die Liste bei Video 1 von oben nach unten und ich werde dann einfach bei Video 2 von unten nach oben alles andersrum auflisten. Damit die letzten nochmal Erster waren, wisst Bescheid. Also es war echt cool. Viele neue Leute kennengelernt, mit denen man in Zukunft sicherlich einiges anstellen kann. Hab mich sehr gefreut, dass es doch so viele gibt, denen mein Content gefällt. So viele neue, die ich eben noch nicht kenne. Natürlich freue ich mich aber auch über die alten Bekannten. Ja, ihr verrückte Hühner. Seid ihr schlimmer als ich? Ich werde bald, ich muss kurz aufräumen, deswegen laufe ich jetzt rum. Ich habe jetzt gerade einen Teller in der Hand, guck mal. Auch als Mann muss man halt manchmal die Rolle des Hausmanns ergreifen, wenn es Fräulein kommt. Hm? Ich werde jetzt bald sehr coole Sachen machen. Es kommt nämlich ein Unboxing, ein Case-Ding. Und höchstwahrscheinlich werde ich dann auch Giveaways machen. Mit den Skins, die ich da so ziehe. Nur noch Schlüsselchen holen und dann geht's rund. Rund. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich kann mich echt, also ich war gestern schon, ich weiß nicht, aufgelöst, wie so eine Frau. War echt cool. Also ich habe mich sehr gefreut, dass dann so viele da waren. Ich kam rein und plötzlich, da waren dann schon 7 Stück oder sowas. Ich dachte mir, what? Und dann kamen immer mehr und immer mehr. Immer mehr. Und man hätte jetzt sogar fast jemanden vergessen da oben im Channel, Alexander. Er ist einfach nicht runtergekommen. Er wollte nicht mit uns spielen. Ich würde mich auch gerne extra nochmal bei Blacklaw bedanken. Blacklaw, vielen Dank für deinen Server, für diese ultra geile Homepage, die du gemacht hast. Und für die gesamte Unterstützung. Dankeschön dafür. Es war extrem einfach, auf dem Server zu joinen. Also, ja, vielen Dank. Und auch vielen Dank an Xander und Monsieur Murder an die Tipps fürs richtige Spiel. Ja. Irgendwann kann ich auch mal jemanden abschießen. Hey, das wär's soweit. Ich stehe gerade auf der Couch. Die Nachbarn, nicht? Das ist aber auch ein Vollidiot da drin. Was macht denn der da, Blade-Kopf? Drück mein Sachefecht. Drück doch mein Sachefecht gerade. Ist da jemand drin? Hey! Ja, das war's soweit. Ich muss jetzt ja noch bearbeiten. Wie unangenehm. Ganz schnell. Zicker so. So schnell muss ich sein. Und deswegen muss ich mich beeilen. Um diese Geschwindigkeit zu erreichen. Also wie gesagt, schreibt ja dann bitte drunter, ich war dabei oder auch irgendwann natürlich was anderes, ich war dabei, Lutscher, damit ich das einordnen kann. Ich muss es noch ganz kurz sagen, ganz kurz, bitte hört mir kurz zu, okay? Ich weiß, Call-to-Action-Aufrufe sind wichtig, dieses Abonnieren, haut ein Abo rein, macht irgendwas mit dem Daumen. Ihr wisst, ich mach sowas nicht. Ich hab's in der Endcard stehen, so gagmäßig, da steht ja auch noch Analysieren, Ordnieren und sowas dabei, weil ich es eigentlich gehasst habe. Ich habe schon immer Leute gehasst, bis auf gute Freunde, habe ich Leute gehasst, die halt sagen, lass noch ein Abo da und sowas. Aber ich weiß, ich wurde auch schon ein paar Mal von meinem Netzwerk darauf hingestupst, dass ich doch Call-to-Action-Aufrufe machen soll, weil das wichtig ist. Weil man tatsächlich eben dann eher einen Daumen gibt, wenn man es sagt, wenn man den Menschen daran erinnert. Sagt mir mal bitte, ob ihr das schlimm findet, wenn ich es auch mache. Also nicht so irgendwie, sondern irgendwie cool. Sowas wie, hast du mal einen Daumen, du Ficker? Oder so. So ganz freundlich. Ich will da wirklich sehr freundlich an euch rangehen. Weil das bringt anscheinend doch irgendwie, also Call to Action nennt sich das eben, das ist wichtig. Man muss bei den Leuten in den Kopf rein und sagen, hallo, mach mal was. Aber das mache ich halt eigentlich extrem ungern. Aber wenn ich es ganz lustig verpacke, wurde mir gestern auch schon gesagt, dann ich soll das auf jeden Fall machen. Sag mal was darüber, ich bin dann mal weg, gell? Tschüss, tschüss. Ah, halt, YouTuber-Abgang, wartet kurz.